Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, eure Nisa. Heute wieder mit einem neuen Video für euch. Und zwar heute geht es um drei Methoden. Also ich erkläre euch drei Methoden zum Shiften. Und zwar sind das die Raven-Methode, die Julia-Methode und die Estelle-Methode. Ich kann den letzten nicht aussprechen. Ja, auf jeden Fall sitzen da oben wieder meine Wellensittiche. Deswegen könnten die Geräusche kommen. Ja, auf jeden Fall werde ich mit der Raven-Methode anfangen. Raven und die Julia-Methode sind auch eigentlich sehr beliebte und bekannte Methoden zum Shiften. Bei mir, also ich habe angefangen, also als ich mit dem Shiften angefangen habe, habe ich immer die Raven-Methode benutzt. Die hat bei mir halt eigentlich fast gar nichts gebracht. Die war halt wirklich sehr schlecht. Und dann habe ich die Julia-Methode benutzt und die hat wirklich viel, viel besser bei mir funktioniert. Aber das ist bei jedem unterschiedlich. Also bei euch könnte auch die Julia-Methode gar nichts bringen und einfach die Raven-Methode richtig gut sein. Deswegen, ja, lasst euch da nicht so beeinflussen. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Also bei der Raven-Methode fängt ihr damit an, dass ihr euch einmal beruhigt, also dass ihr einfach runterkommt, mal einmal tief ein- und ausatmet und so die Sorgen des Alltags einfach gehen lässt. Also fokussiert euch wirklich auf eure DR, wo ihr hin wollt und nicht noch im Hinterkopf zu haben, ja, ich muss noch Hausaufgaben abgeben oder so. Also es ist nicht schlimm, wenn da noch so ein bisschen was ist, aber wenn ihr halt wirklich nur daran denkt, dann ist es etwas schwerer. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr in die Seesternposition. Ich glaube, so heißt das. Ich blende hier auch nochmal ein Bild davon ein. Ihr macht halt eure Arme so vom Körper weg, also so auseinander, jetzt nicht zu krass, aber einfach, dass sie euren Körper nicht mehr berühren. Und die Beine auch so weg, dass sie sich gegenseitig nicht mehr berühren, die Beine. Und ja, dann fängt ihr an, und zwar ihr fängt damit an zu sagen, ich bin in meiner DR, also statt DR sagt ihr dann halt, wo ihr hinschiften wollt. Und dann fängt ihr an, bis 100 zu zählen. Und zwischen jeder Zahl sagt ihr halt, ich bin in meiner DR, also halt dann, wo ihr hin wollt. Also 1, ich bin meine DR, 2, ich bin meine DR, 3, ich bin meine DR. Ja, und währenddessen könnt ihr auch noch Affirmationen aufsagen. Affirmationen sind dieses, ich kann shiften, shiften ist leicht für mich und so weiter. Und dann macht ihr das bis zur 20. Und dort fängt ihr dann an zu visualisieren. Visualisieren ist, ihr stellt euch vor, ihr seid schon in eurer DR und was ihr dann halt so macht dort. Ja, also das macht ihr dann bei der 20, bei der 40, bei der 60, bei der 80 und bei der 100. Ja, dort also bei diesen Zahlen visualisiert ihr dann. Und dann schläft ihr entweder ein und wacht dann halt in eurer DR auf. Oder wenn es nicht funktioniert hat und wenn ihr einfach nicht das Gefühl habt, dass ihr, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid geschiftet, dann könnt ihr auch eure Augen öffnen. Aber wenn ihr nicht das Gefühl habt, dann fängt einfach nochmal von vorne an. Ja, das kann auch mal sein, dass man halt bis zur 300, 200 oder sogar 400 zählt. Also halt dann nicht weiterzählen, sondern wieder von vorne bei 1 anfangen. Ja, und ja, das war so die Raven-Methode. Ich würde mal sagen, wir machen weiter. Also als nächstes haben wir die Julia-Methode. Und bei der Julia-Methode fängt ihr einfach so an, dass ihr meditiert. Und zwar ungefähr so 15 Minuten. Wenn ihr jetzt nicht so Lust habt zu meditieren, dann könnt ihr auch nur 5 Minuten machen. Ja, und ihr könnt euch auch dabei ein Sub anhören. Also ein Sub. Ich kann das auch nicht aussprechen. Ja, und das macht ihr dann. Und dann geht ihr wieder in die Seesternposition. Und sagt dann, ich bin, ich bin, ich bin. Die ganze Zeit, also
mach das nicht zu schnell, sag es einfach langsam und am besten, also wenn ihr könnt es auch laut sagen, aber ich denke, es ist besser, wenn man es halt einfach innerlich sagt, weil man sich dann viel besser konzentrieren kann. Ihr sagt dann die ganze Zeit, ich bin. Und das macht ihr, bis ihr Symptome bekommt. Und Symptome können sein, kribbeln, dass es sich dreht, dass es sich so anfühlt, als ob ihr weggezogen wird oder als ob jemand euch berührt, dass es sich irgendwas zuckt oder dass irgendwas juckt. Das kann auch sein. Also bei mir ist das ganz oft, dass irgendwas juckt, mein Arm oder so. Das ist wirklich sehr nervig, weil ich mich dann wirklich zusammenreißen muss, mich nicht zu bewegen. Achso, ja, ihr dürft euch nicht bewegen und nicht die Augen öffnen beim Schriften. Außer ihr habt halt das Gefühl, dass ihr in eurer DR seid. Ja, das macht ihr halt dann, bis ihr Symptome habt. Und dann fängt ihr an, eure Affirmation aufzusagen. Also zum Beispiel, ich kann shiften ist leicht für mich. Und auch so, was ihr in eurem Skript aufgeschrieben habt. Also zum Beispiel, ich habe blonde Haare, ich bin schön, ich bin 20 Jahre alt. Ja, sowas. Und das macht ihr dann halt, bis ihr einschläft. Und dann solltet ihr eigentlich in eurer Dea aufwachen. Oder ihr macht halt einfach weiter, bis ihr wirklich das Gefühl habt, ihr seid in eurer Dea angekommen. Also man spürt das schon, wenn man geschiftet ist, weil wenn ihr aufgeschrieben habt, dass ihr halt anders aussieht, dann verändert sich ja so euer Gesicht. Zum Beispiel, wenn ihr eine dünnere Nase wollt, dann spürt man das ja, dass man auf einmal eine dünnere Nase hat. Deswegen, ja, man merkt das dann auf jeden Fall. Und ja, dann solltet ihr geschiftet sein. Ja, gehen wir weiter zur nächsten Methode und auch zur letzten Methode. Also Leute, die nächste Methode ist die Estelle-Methode. Ja, also die Methode fängt so an, dass ihr wieder runterkommt. Ihr könnt auch meditieren, einfach einmal so beruhigen. Und dann geht ihr wieder eigentlich in die Seesternposition. Die Seesternposition ist eigentlich so die beste Position zum Shiften. Ja, Leute, tut mir leid für gerade eben. Auf jeden Fall beruhigt ihr euch, entspannt ihr euch und dann sucht ihr euch ein Lied aus. Also es sollte ein etwas langsameres Lied sein, also wozu man auch so langsam tanzen kann. Und packt euch dann die Kopfhörer rein und spielt dieses Lied ab. Und ihr stellt euch dann vor, dass ihr langsam mit einem wichtigen Charakter aus eurer DR zu diesem Lied tanzt. Und ihr spielt das Lied nur einmal ab. Also ihr tanzt dann halt, bis das Lied zu Ende ist. Und wenn das Lied zu Ende ist, spielt ihr das Lied noch einmal ab. Sondern dann stellt ihr euch vor, dass dieser wichtige Charakter, mit dem ihr auch getanzt habt, zu euch sagt, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Und ihr folgt ihm dann und er führt euch zu einer Tür und er öffnet diese Tür und da ihr seht dann ein helles weißes Licht und ihr geht dann durch diese Tür durch und ja, ihr geht dann halt durch diese Tür durch. Ja, auf jeden Fall, wenn du durch die Tür durchgegangen bist, siehst du dieses weiße Licht und sagst dann wieder Affirmationen auf. Und ja, das machst du, bis du das Gefühl hast, du fällst. Weil irgendwann bekommst du das Gefühl, du fällst. Dann nicht die Augen öffnen oder sich bewegen oder so. Also keine Panik bekommen. Das ist normal. Und dann solltest du auch eigentlich Symptome spüren. Und dann sagst du weiter deine Affirmation, bis auf einmal alles schwarz wird. Und dann fällst du auch nicht mehr. Also wenn alles schwarz ist, fällst du auch nicht mehr, sodass du dieses Gefühl nicht mehr hast. Und ja, dann solltet ihr halt entweder wieder einschlafen und dann in eurer DR aufwachen oder ihr solltet dann in eurer DR sein. Und ja, das war die Estelle-Methode und das waren auch eigentlich alle drei Methoden. Also Raven, Julia und Estelle-Methode sind diese drei Methoden gewesen. Wenn ihr wollt, dass ich euch mehr Methoden vorstelle, schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Trade Republic macht Investieren einfach.